So, und da sind wir auch endlich angekommen zu Hause. Und hier ist jetzt der Döner, den ich mir also noch mitgenommen habe. Habe auch extra gesagt, extra scharf. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Da geht es mir die nächsten 3 Tage wieder richtig bescheiden. So, Ramses, der Sparfuchs, wieder mal unterwegs. Denn wir lassen erstmal die Autos vorbei. Der Ismo ist schon wieder am Ackern, der Rams ist wieder mal allein zu Hause. Und was hat er sich gedacht? Er gibt mal den restlichen Pfand vom Ismo noch ab. Da stand nämlich noch ein Kasten rum. Und er hat immer keinen Bock, das zu tragen, weil es so schwer ist. Also habe ich mir erstmal die Hälfte der Flaschen in den Rucksack reingeknallt, dass ich nur den halben Kasten tragen musste. War natürlich deutlich leichter. Und in der anderen Hand noch den Beutel mit den ganzen anderen Flaschen und Dosen sozusagen. Sah lustig aus, immer voll bepackt, aber ist so natürlich leichter, als wenn ihr euch alles da in ein Ding reinklatscht. Hab dann so 5 Euro noch was Pfand gehabt, bin jetzt mal hier in Edeka wieder eingestiegen und habe im Dispo ein paar Dosen Spezi gekauft. Und jetzt habe ich das genauso berechnet, dass ich mir dann 6 Dosen Spezi hole und einen Toast und habe noch 18 Bier bekommen. Das ist natürlich richtig genial, da freut sich der Dispo nämlich, wenn er heimkommt. Seht ihr auch mal hier. Paulaner Spezi, da steht er drauf. Da werden die Augen feucht, wenn er das sieht. Und jetzt habe ich noch was anderes, wo wir schon mal beim Thema Sparen sind. Ich habe nämlich Hunger. Und oben habe ich gesehen, gibt es so einen Döner-Shop. Der sieht eigentlich richtig gut aus. Und da sitzt der Besitzer auch davor und guckt böse. Aber das ist nicht das Interessante. Da kostet der Döner nämlich 4 Euro. Bin mal unauffällig vorbeigelaufen. Ich habe dann hinten dran so eine richtig abgefuckte Location entdeckt, wo K1 heißt das, glaube ich, keine Ahnung. Da steht auf jeden Fall auch dran, ein Döner für 3 Euro. Wo habt ihr denn heutzutage noch Döner für 3 Euro? Deswegen wollte ich da mal hoch, wollte mal das auschecken, ob das schmeckt bei dem Preis. Denn bei uns mittlerweile ist ja auch alles angestiegen. Findest eigentlich Döner nur noch für 4 Euro oder 4,50. Selbst im Angebot bezahlst du da 3,50 Euro oder irgendwas. Und da oben steht es einfach an der schäbigen Kaserne, 3 Euro Döner. Also gehe ich da jetzt mal hin und wir gucken mal, ob der was taugt. So, jetzt sind wir also oben angekommen, beim Edeka, oben drüber. Hinter mir befindet sich auch der Döner-Shop, der eigentlich richtig gut aussieht. Macht einen guten Eindruck, der Laden auf jeden Fall. Auch mit Leuchtreklame, alles wunderbar. Aber wir gehen nicht dahin, wo es gut aussieht, denn wir müssen mal die Gegenseite abchecken und bewegen uns jetzt einfach ein Stück weiter hinter, denn direkt daneben, vielleicht 5 Meter entfernt, ist das andere Ding. Da habe ich den Namen noch nicht mal rausgelesen, was das eigentlich sein soll, aber wir gehen jetzt einfach mal dahinter und schauen mal, was uns da erwartet. Hier wird es schon richtig düster. Hier ist überall so dunkel. Ich muss mal hier mir eine Lichtquelle suchen. Da sieht es einigermaßen aus. Musik Bistro K1, Kebab und Pizza. Hier gibt es also auch Teigspezialitäten, also Lahmacun, Pide, Pizzen, Pommes. Pommes für 1,50 klein oder für 2,50 groß. Ja, und verschiedene Döner und vor allem der normale Döner 3 Euro. Das kann ich eigentlich immer noch nicht glauben. Wir gehen jetzt aber mal rein, wir testen das natürlich wieder extra scharf, dass ich morgen wieder 10 Stunden auf der Toilette rumhänge und gucken mal, wie der schmeckt. So, das war natürlich eine herbe Enttäuschung beim K1. Da steht zwar ganz groß dran, Döner für 3 Euro, aber den gibt es gar nicht mehr. Den gibt es schon die ganze Zeit nicht. Die haben zugemacht, die sitzen einfach da drin und leben ihr Leben sozusagen, haben mich gleich hier verwiesen. Wenn du Döner willst, geh hier zum Dönershop. Da kriegst du noch Döner, aber dort hast du jetzt keinen bekommen. Also bin ich jetzt mal hier rein zum Dönershop, hab mir da einen Döner geholt. Hat halt 4 Euro gekostet statt 3 Euro, aber ist ja der normale Preis. Hab ne jetzt zum Mitnehmen, hab ne vorher aber mal abgefilmt, wie er dort lag. Sah nämlich gut aus. Hier ist immer viel los, wie man hört. Ziemlich laut, aber kein Problem. Wir filmen mal kurz den Eingangsbereich noch, weil da nicht so viele Leute rumstehen. Damit ihr mal seht, wie es hier aussieht. Und dann essen wir den natürlich. Ramses hat seinen Döner und ist zufrieden. Und die Kiddies, die davor waren, die haben jetzt nochmal gefragt, bist du YouTuber oder so? Was machst du? Und hin und her, können wir mal ein Foto machen?
Und mit den zwei Jungs, einer rechts, einer links, habe ich jetzt jeweils noch ein Foto gemacht. Die haben sich auf jeden Fall bedankt und gefreut. Das eine Mädchen, das war richtig angepisst. Man hat sich gefreut, dass ich endlich abhau, aber ja, man kann es ja nicht allen recht machen. Jetzt suche ich mir erstmal ein stilles Örtchen und verdrück meinen Döner. Denn wenn es schon mit dem anderen nicht geklappt hat, wollen wir trotzdem einen Döner essen. Nehmen wir den von Döner Shop, denn der sah eigentlich auch gut aus. Zum normalen Preis. Also bis gleich! So, ruhiges Plätzchen ist gefunden auf jeden Fall. Hab den hier jetzt auch schon mal halbwegs ausgepackt, wie man sieht, zwischen die Beine. Wunderbar. Hier haben wir noch ein Papier drum. Einfach mal, wenn man keine Hand frei hat. Und das ist auf jeden Fall interessant. Bei uns sehen die Fladenbrote ja sowieso anders aus. Aber hier seht ihr schon, das ist innen drin so ausgehöhlt. Da könnt ihr alles schön reinwerfen. Dass es so eine richtige Tasche ist. Und ja, hat auf jeden Fall nicht diese normale Dreiecksform. Sieht gut aus. Die Schärfe sieht man auch schon. Und bin ich mal gespannt, wie der natürlich schmeckt. Dazu tue ich jetzt einfach so, als wäre der Ispo da. Und sieht aus, als hätte ich hier so ein mega großes Karatzer, wo ich einfach reinbeiße. Und der Ispo filmt mich natürlich jetzt, wie ich den ersten Biss mache, wie ich mich kenne. Hängen dann wieder links und rechts die ganze Schnude voll. Aber wir machen einfach mal einen Biss in die Mitte. Und der geht eigentlich richtig genial. Ich denke, mit Döner kann man sowieso nicht viel falsch machen. Gestern, der hat schon gut geschmeckt. Fand ich im Endeffekt sogar besser als diesen Burger. Und der geht auch. Sieht wieder komplett anders aus. Schmeckt irgendwie auch wieder total anders. Aber schmeckt trotzdem richtig gut. 4 Euro, so eine dicke Tasche. Kräftig gefüllt, fleischig, würzig. Kann man mitnehmen. Und das Gute ist, ich dachte, ich filme nur kurz, wie er dort liegt. Weil wenn ich ihn dann auspacke, ist er eh Matschepampe, aber... Hat seine Form behalten, sieht immer noch appetitlich aus. Wir wollen jetzt erstmal aber in Ruhe essen. Und ja, eigentlich habe ich gar nichts mehr zu sagen. Eigentlich ist schon alles gesagt, aber egal. Mach noch ein paar Bilder vielleicht hier rein. Mensch, der Ramses, da geht er extra los und kauft Paulaner Spezi für den Ispo und dann trinkt das einfach selber. Das müsste man machen. Nein, eigentlich sind ja noch 5 Stück da auf jeden Fall. Und er sagt ja immer, bedien dich, nimm dir ruhig. Der Ispo ist ja richtig dope. Und richtig dope war auch der Döner. Man hält es kaum für möglich. Wer kennt das nicht, wenn ihr einen Döner isst, da ist immer so viel Soße drauf geklatscht, dass das ganze Brot durchweicht und unten tropft einfach alles heraus. Es gibt immer eine Riesensauerei, da gar nicht. Und obwohl da nicht so krass viel Soße drauf war, war der trotzdem nicht zu trocken. Das Fleisch hat gepasst, alles hat gepasst, es war handlich, kompakt. Das Einzige, was rausgefallen ist, ist das Fleisch. Vielleicht mal oben so ein Klotz runter ins Papier, hat man gleich wieder aufgenascht danach. Also richtig genial. Nicht zu trocken, lecker vom Geschmack, schön kompakt in dieser Tasche drin sozusagen. Also ich kenne das nicht, bei uns ist das so nicht. Bei uns links und rechts fällt alles raus, aber so kann man das natürlich essen. Und ja, jetzt würde ich sagen, melden wir uns dann gar nicht, sondern in der nächsten Folge wieder. Und hofft, der Ispo kommt heute auch noch irgendwann heim. Aber das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.